Na, ihr beiden, kennt jemand eine Kneipe, die Notbetreuung anbietet? Nichts gehört. Ich habe da draußen gerade Ali getroffen. Der ist fix und fertig. Fasching fällt aus. Was soll man denn da anstellen? So geht's bestimmt vielen Nahen dieses Wochenende. Ja, ich glaube es auch. Da müssen wir eigentlich was machen, gell? Wir könnten doch eine LCC-Notbetreuung gründen. Gute Idee. LCC-Notbetreuung. Online, Corona-konform, mit Abstand. Dürfte Marlene nichts dagegen haben. Eigentlich nicht. Und ich glaube, dann geht es einigen Narren da draußen viel besser. Gute Idee. Siehst du, ich wollte dieses Wochenende eigentlich Fenster putzen. Aber eigentlich habe ich mir überlegt, so ein bisschen Privatsphäre tut auch ganz gut. Ja. Oh, wenn wenigstens mein Mann nicht so nerven würde. Ich blick bei dem echt manchmal nicht durch, ich check's nicht. Wenn du einen Mann verstehen willst, musst du denken wie ein Mann. Hä? Ja, das ist doch schon der richtige Ansatz. Ach Mädels, ich verstehe überhaupt nicht, warum Fasching dieses Jahr ausfällt. Da wird das ganze Jahr von Systemrelevanz gesprochen. Und dann fällt Fasching aus. Mehr Systemrelevanz geht doch wohl nicht. Ich verstehe das eigentlich auch nicht. Prost. 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 Warum bist du eigentlich nicht so in großer Faschingstrauer? Eigentlich bin ich das auch, aber auch ich habe mir jetzt jeden Abend ein neues Spiel ausgedacht. Was spielst du denn da so? Gib uns mal einen Tipp. Auch letztens habe ich mal Schnapsroulette gespielt, das war nicht schlecht. Und hier mein neuester Kracher. Also, dann nimmst du einfach mal drei so kleine große Tässchen. Das ist gleich, gell? Man darf ja nicht schummeln. Und unter eine steckst du hier so eine schöne Flasche Sekt. Und dann schön mischen. Gut mischen, gell? Am besten gar nicht so richtig hingucken, was du hier eigentlich machst. Weil die schummeln noch sehr lange. Und wenn du dann hinterher die richtige Flasche unter der richtigen Tasse findest, also die eine Flasche unter der Tasse, dann kannst du die Flasche richtig schön austrinken. Das ist eine gute Idee. Mal gucken, ob ich Mach mal. Eine gute Chance habe. Ich glaube, ich nehme die hier. Bingo! Toll! Hast du Glück gehabt? Habe ich Glück gehabt. Und dann kannst du ja dann auch immer noch mal den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Nimmst du mal 3, 4, 5 Tassen. Ja, das kann man mal machen. Ja. Ja. Schön. Prost. 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 Ja, so ein Spiel habe ich auch. Oder kleinen Trick habe ich mir auch einfallen lassen. Also, brauchen wir kurz das hier. Gönn mir. So, man nehme zwei Gläser und dann. Oh, nicht die! Und das gefällt mir ein bisschen. Mal sehen. Oh! Yes. Hello! Hello! Das ist doch mal ein schönes Spiel. Prost. Schöner Trick. Prost! Prost. Na, da haben wir doch jetzt schon zwei schöne Spiele für unsere Narren da draußen. Und wenn es dann nichts wird, dann muss man sich halt einfach schön trinken oder einfach schön reden. Ja. Und da haben wir doch so ein Lied, oder? Fällt euch das noch ein? Ja, ja. Es ist Februar 21 und wie gerne würden wir feiern. Es wäre Karneval in der Hellau Arena in Angola. Alle Narren wären heute da. Stattdessen sitzen wir hier mit einem furchtbar düsteren Blick und können es einfach nicht verstehen, dass wirklich alles gerade so ist. Doch Trübsalblasen bringt nichts. In Gedanken sind wir einfach beim Karneval hier in der Vogtei. Weißt du, Dinge werden wahr, wenn man sie oft genug sagt. Sie oft genug, heute ist ein schöner. Weißt du, Dinge werden wahr, wenn man sie oft genug sagt. Sie oft genug, heute ist ein schöner Tag. Komm, wir trinken einen Cocktail, schalten die Musik ein, hören nach Hallamarsch und Lieder von Rennstieglei. Wenn wir fest daran glauben, sind wir glücklich. Kein Fasching, nein,
das geht nicht. Wisst ihr noch, im letzten Jahr zu genau der gleichen Zeit, da waren wir gerade für die coolste Party des Jahres bereit. Wir trafen Ute, Frenze, Wosch, die Schnippi, Bodo, Götti, Caro, Katrin, Anne, Susi, Ali, Conny, Katta, Quelle, Mario und noch ganz, ganz viele Narren aus unserem Karnevalsverein. Doch auch aus umliegenden Orten traten viele Narren ein. Aus Ober- und auch Niederdorla, Obershausen, Kammerforst, ja sogar aus Altenwörtern hatten viele Narren Durst. Und genau das Gleiche wünschen wir uns auch für dieses Jahr. Doch leider wird's nicht wie gewohnt an der originalen Sansibar. Aber man darf ja noch träumen und so träumen wir uns nicht bald fort. Wir träumen uns genau an diesen wundervollen Faschingsort. Und wenn wir alle nur ein kleines bisschen Fantasie mitbringen, wird uns diese Faschingsparty auch ein kleines Singelingen. Denn weißt du, Dinge werden wahr, wenn man sie oft genug sagt. Sie oft genug, heute ist ein schöner. Weißt du, Dinge werden wahr, wenn man sie oft genug sagt. Sie oft genug, heute ist ein schöner Tag. Komm, wir trinken den Cocktail, schalten die Musik ein, hören nach Hallamarsch und Lieder von Rennstieg live. Wenn wir fest daran glauben, sind wir glücklich. Kein Fasching, nein, das geht nicht. Hello! Ja, hat halt dieses Jahr kein Fasching. Schade. Schade. Ja, schade. Hello, Arena in Langula. Was war das? Was ist dein Schuh? Passiert. Und das gibt's. Wir trafen Ute, Frenze, Wurst, die Schnippi, Bodo, Götti, Caro. Nicht dein Ernst? Scheiße. Ich hab die Wurst. Ich hab die Wurst. Ich hab die Wurst. Ich hab die Wurst.